Mir fällt gerade ein, ich hatte das, glaube ich, auch irgendwo für Mars als Aufgabe, an einer Stelle einen Wüstenläufer zu besiegen. Ich weiß aber nicht mehr, wer die Aufgabe gegeben hat. Irgendjemand hatte es mal gemacht. Das war, glaube ich, die erste Aufgabe, die er gemacht hat, als Prüfung für den Hüter und so. So, ist aber auch egal. Will ich nicht schon wieder mit anfangen. Ich weiß gar nicht, irgendeine Sippe muss doch noch offen sein, die das hätte vorschlagen können, beziehungsweise befehlen können als Aufgabe. Na gut, egal. Ziehen wir mal weiter rein und töten die Familie Wüstenläufer. Nein, Sandläufer, Gottverdammt. Nein, Wüstenläufer ist doch richtig. Ich komme immer durcheinander damit, weil wir ja im Rollenspiel Sandläufer als Rang hatten für die Nomaden mit. Und die hier heißen Wüstenläufer und dann ist das ein ständiges Missinterpretieren die ganze Zeit. Ich verwechsel das immer. Was für den einen Wüstenläufer war jetzt die riesige Höhle hier gedacht? Na gut, wenn ihr meint. Dann kann er ja jetzt weiter schlafen. Für immer! Und mit einem Schlag geht das Licht wieder an. Okay, dann muss ich jetzt mal ganz kräftig überlegen, wo jetzt Kaios Höhle eigentlich ist. Hier drüben ja nicht, oder? Dann wird es ja wohl eher in die Richtung sein. Kajo, wo bist du? Ich weiß es nicht. Dort lang? Probieren wir es mal. Sie muss ja irgendwo westlich der Ruinenfelder sein, von daher ist das eigentlich schon eine ganz gute Richtung hier, würde ich sagen. Wir müssten ja... Ja, wir sind ja jetzt so eher im nördlichen Teil der Ruinenfelder unterwegs gewesen. Von daher könnte das schon passen, wenn wir jetzt hier lang gehen. Aber ich sehe keine Höhle da unten. Das ist das Blöde gerade. So, hier ist auch nichts. Hier ist nüchte. Außer Sand und im Hintergrund Meer. Dann brauche ich auch nicht weitergehen, glaube ich. Hier ist Kajo nicht. Da kann ich mir, glaube ich, ziemlich sicher sein. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich die Umgebung verändert hat hier. Irgendwie sah das beim letzten Mal noch anders aus. Oder? Ich glaube, ich bin viel zu weit westlich, oder? Kann das sein? Oder muss ich vielleicht doch noch ein Stück weiter nördlich? Ach Mensch. Immer dieses Gesuche, ist doch jedes Mal dasselbe. Na gut. Den haben wir schon getötet, ja, das ist der von vorhin. Dann gehen wir halt doch mal weiter nach Norden, vielleicht ist es ja doch irgendwo da oben gewesen. Würde auch erklären, warum mir hier ständig Gegner über den Weg laufen. Weil ich dann hier wahrscheinlich doch noch nicht war, weil ich das letzte Mal weiter im Norden mich ausgetobt habe. So, war das jetzt die Wüstenläuferhöhle hier? Jetzt bin ich aber verwirrt gerade. Nee, oder? Ist das die? Ich guck nochmal sicherheitshalber nach. Doch, das ist die, oder? Ja, das ist die. Das ist die, genau. Gut, dann gehen wir weiter nach Norden. Ugh. Lauf, Held, lauf. Ach kommt, jetzt nehme ich doch mal wieder so einen Krankheit-Heilen-Trank. Kannst du ja keinem anbieten hier. So, zack. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich von den Untoten kommt, dass ich mir ständig die Krankheiten einkassiere hier. Ach ja, da waren ja welche. Na kommt, die probieren wir nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja mal, einen alleine mir ranzuziehen. Und dann geht das vielleicht besser. So, probieren wir es mal so. Was? Okay. Gut. Ist ja auch interessant. Oh, verdammt, jetzt habe ich natürlich das Ausweichen vergessen. Heidewitzka, was die mir abziehen mit ihrer blöden Feuerdingens da. Alter. Was? So, verstecken wir uns mal. Das gibt's ja gar nicht. So. Ich hatte jetzt gespeichert, oder? Bevor ich mich denen gewidmet habe. Ich mach's einfach nochmal, sicherheitshalber.
So, hat mich jetzt zwar ein paar einen Trank und zwei Fleischstückchen gekostet, ist jetzt aber auch egal. Wer? Achso, vielleicht die beiden, das könnte natürlich sein. Na kommt, ich stürme nochmal rein. Ach komm, ernsthaft? Fick. Ja, das mit dem Ausweichen und Hingehen hat jetzt super geklappt, muss ich schon zugeben. Ich probiere es noch ein zweites Mal, wenn das wieder nicht klappt, dann lasse ich die links liegen. Aber das stört mich irgendwie, das geht gegen meine Ehre gerade, dass sie da noch rumstehen. Aber dass sie wirklich so extrem viel abziehen mit ihrem blöden Feuermist, das ist natürlich bitter. Was? Die Dinger fliegen um die Ecke? Was? Ach komm! Ey, beim letzten Mal habe ich es ja wenigstens hingeschafft und habe einen fast getötet. Jetzt schaffe ich es ja nicht mal mehr in die Nähe von den Biestern. Was ist denn das für ein Mist? Eieieiei, das ist ja übel. Na gut, dann sollen sie halt bleiben oder Pfeffer wächst, ist mir jetzt auch Wurst. Die können mich mal. Sagte der, der sich eingestehen musste, dass er doch nicht unbesiegbar ist. Wir laufen weg. Was sollen wir auch anderes tun? Uns bleibt ja nichts anderes übrig. So, da oben war bloß dieses komische Kesselchen im Gebirge. Ja, da müsste es doch hier irgendwo sein, oder? Jetzt hör mal auf rumzuruckeln hier. Das kannst ja kein Mann bieten. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus der Crawlerhöhle, bitte sehr. Natürlich, da steht noch einer hinter der Mauer versteckt. Ist doch logisch. Um mir eine Freude zu machen. Eine Überraschungsfeier. Und da kommt noch der nächste an. Die Party wird ja immer voller hier. Es werden immer mehr Gäste. Ich freue mich so. So, wenn ich was treffen würde, würde ich mich natürlich auch freuen. Aber der Held, der schlägt lieber ins Leere. Ach, wie ich kämpfe gegen Crawler. Liebe, das ist ja allgemein bekannt mittlerweile, glaube ich. So, das war's für den. So, na toll, das mit dem Bergaufkämpfen hat ja unglaublich lange angedauert jetzt wieder. Ach, was soll's. Gegen Crawler geht's auch bergab, weil die halt so groß sind, da trifft man trotzdem irgendwas, wenn man jetzt von oben nach unten kämpft. So, nehmen wir uns erstmal den Angeknacksten hier vor. Ja, so viel dazu. So, okay, und der letzte noch. Wieso kann ich eigentlich keine Crawlerzangen abnehmen? Das müsste doch eigentlich mit unter Krallenziehen fallen, oder? So im weitesten Sinne jedenfalls. Daneben. Oh, komm schon, hör auf zurückzuweichen. Sehr gut. Geht doch. Okay. Weiter nach Norden. Ich hoffe, die sind hier wirklich irgendwo, die Nomädelchen. Die Nomädels. Klingt wie so eine Popstars-Band irgendwie. Nomädels. Gut, hören wir auf mit den schlechten Witzen. Da ist eine Höhle, das ist sehr schön. Die werden wir doch so gleich mal aufsuchen. Und ich hoffe, dass das die Nomadenhöhle ist. Aber ich glaube schon, oder? Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja! So, erstmal speichern. Ich weiß nicht, ob die mir hier irgendwie eins auf den Latz geben, wenn ich jetzt reingehe. Ich habe ja schließlich eine Assassinenrüstung jetzt an. Stürzt sich jemand an meiner... Lass mich in Ruhe. Nee, stürzt sich keiner an meiner Kleidung. Wunderbar. So, gibt's hier irgendwas? Ist es Zeit, Mausul anzugreifen? Nein, ist es nicht. Okay, ja, wieder durch die Finsternis. Hin zu Riordian. Merdarion, Entschuldigung. Du hast das Artefakt gefunden. Sehr gut. Falls du Saturas suchst, er hat sein Lager beim Tempel von Al-Shedim aufgeschlagen. Nein, ich suche Saturas nicht. Nein, ich glaube nicht. Gut. Der Tempel von Morasul ist geöffnet. Das war ja auch nicht zu übersehen. Die Toten wandern über das Land und machen alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich. Wir müssen dem Treiben ein Ende bereiten. Was können wir tun? Die Horden der Toten werden angeführt von 5 untoten Feldherren. Wenn diese fallen, können wir das Schlimmste verhindern. Lass uns die Untoten aufmischen.
Ja, lass uns in die Schlacht ziehen. Die Feldherren des alten Volkes gehören nicht in diese Zeit. Ihre Herrschaft ist schon lange vorbei. Folge mir. Habe ich gerade einen Knick in meiner unaufmerksamen Optik gehabt oder stand da gerade 4 untote Feldherren, während er 5 gesagt hat? Na gut, egal, das Schöne ist, wir können jetzt mit Merdarion zusammenkämpfen, ist auch mal geil. Mal ein anderer Waffenbro als sonst. Mit so einem Wassermagier kämpft man noch gern an der Seite. So, ich hoffe mal, der latzt die jetzt richtig weg, das wird geil. Komm schon, Digger. Wir haben ja auch schon mit Riordan gekämpft, fällt mir gerade ein, als wir mit ihm zusammen hoch sind zu Azarus Sippe, als wir seine Höhle aufgesucht haben. So, und das Gute ist, so müssen wir auch nicht nach den untoten Feldherren suchen, sondern Merdarion weiß offenbar schon, wo sie sind und kann sie deswegen hier gezielt ansteuern. Das macht die ganze Sache ein ganzes Stück einfacher. Und Sandcrawler. Was sonst? Wo zur Hölle kommen diese Drecksviecher immer her? Nichts da! Du wirst meinen Wassermagier-Waffenbro nicht angreifen. So. Wäre natürlich auch uncool jetzt, wenn ich sagen würde, ich latz Merdarion weg, ne? Also, weil er kämpft ja mit mir. Das wäre natürlich, dann wäre ich ein übelstes Verräterschwein. Dich wird niemand vermissen. Richtig! So. Ne, dann wäre ich ein übelstes Verräterschwein und das bin ich nicht. So, zusammen mit Merdarion hier so abzugehen, ist natürlich auch cool. Ach, wir können noch nebenbei, wenn wir wollen, uns irgendwas hier... Wollen wir noch Lebenskraft? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich lasse mir meine Lernpunkte jetzt erstmal. Ist vielleicht besser so. Mensch, und zur Abwechslung sogar mal ein Skelett mit in der Horde mit dabei. Zum Glück aber keins mit Bogen. Oh, du willst es nicht begreifen, was? Ich finde die Sprüche so schön von dem ihm. Hast du's gezeigt. So, wir hauen einfach mal drauf, während Merdarion mit seinem Feuer ein bisschen um sich greift. Das wird schon ganz gut werden, glaube ich. Erstmal das Skelett weg, denn die sind ja so mobil im Gegensatz zu den Untoten. So, kümmern wir uns erstmal um den Feldherrn, der hier so zielsicher Merdarion ansteuert. Siehst du, das kommt davon, wenn du dich mit Merdarion messen willst. Don't mess with the Water Mage! So, dich weg! Das könnte nämlich sein, dass wir für die Aufgabe jetzt auch Ruf bei den Nomaden kriegen. Das wäre natürlich auch mal wieder schön. So, dich beseitigt. Aber wohl, sowas von. So, kommst du, Bro. Wir nehmen mal die beiden Skelette noch nebenbei mit. Ja, aber und so. Merdarion? Ach da. Ich wollte gerade sagen, du darfst auch mitkämpfen. Aber macht er ja schon. Nur ist es natürlich auf die Entfernung blöd, mit der Magie anzugreifen, während wir uns sehr mobil hier herumtummeln mit denen, muss man ja zugeben. So, kann weitergehen. Merdarion? Hallo? Aha, ich muss bloß in die Nähe gehen, alles klar. Alles in Ordnung? Ah, okay. Klar. Bleib dicht hinter mir, wir müssen sie alle erwischen. Ach cool, wir kriegen sogar für Teilabschnitte schon Ruf. Oh, das wird ja geil. Da kriegen wir ja richtig viel Ruf bei den Nomaden jetzt gleich. Nehme ich mal so an. Das ist ja cool. So, ja, Merdarion wäre jetzt gleich direkt mal dran vorbeigerannt an dem Kerl. Finde ich auch gut. So, ich weiß, es ruckelt gerade ein bisschen, aber da müssen wir jetzt mal durch. Das wird sich hoffentlich... Da hat sich's auch schon wieder gelegt. Okay, kann weitergehen, Meister. So, es dürfte ja sowieso nur noch ein Feldherr sein, wenn man dem glauben darf, was da stand. Wenn man dem glauben darf, was er gesagt hat, dann sind es noch 2. Es sei denn, ich habe wirklich einen Knick in der Optik oder im Ohr gehabt. Weiß ich natürlich nicht. Huch, was war das denn? Es darf dann auch weitergehen, dankeschön. Ich weiß nicht, woher das immer kommt. Das haben aber viele Leute, so wie ich das mitgekriegt habe, solche Probleme bei Gothic, dass es immer mal solche Mikro-Ruckler gibt. Beziehungsweise es sind ja hier Makro-Ruckler, muss man schon sagen. Das liegt nicht unbedingt am System an sich, also am Computer, dass er zu schwach ist oder so, sondern irgendwie ist das wohl in der Engine mit drin. Wir dürfen nicht zögern. Das wäre unser aller Tod.
Nicht aufgeben! Folge mir! Ich find's so herrlich, dass wir Erfahrungen dafür, Quatsch, dass wir Ruf dafür kriegen, hier hinter ihm herzurennen, einfach nur. So, das gefällt mir. Das ist ein schönes Aufgäbelchen. Da wäre es natürlich doof gewesen, wenn wir jetzt die ganzen untoten Feldherren schon so weggehauen hätten. So ist das natürlich umso cooler. Mit Merdarion zusammenkämpfen und dann noch fett Ruf dafür absahnen. Das finde ich schon echt nice. Bald haben wir es geschafft. Los, weiter! Los, weiter! Lauft, lauft, lauft! Springt, springt, springt! Rastet, rastet, rastet. So, ja, jetzt gehen wir ja wieder in Richtung Tempel zurück, so wie ich das hier sehe. Das heißt, der letzte untote Feldherr, den hätte ich schon mit weghauen können, oder wie? Die Untoten gehören einfach nicht in diese Welt. Was? Ja, genau. So. Was, hallo? Merdarion? Wir haben noch nicht alle untoten Feldherren besiegt?